ist Victoria und ich studiere Buchwissenschaft in Mainz. Ich stehe gerade direkt vor meinem Bachelor, bei dem ich mich mit dem Thema transmediale Erzählungen und auseinandersetzen möchte. Dabei möchte ich Bücher, die zu Videospielen erschienen sind, mit denen vergleichen, die traditionell auf den Markt gekommen sind. Das finde ich auch so toll daran, in Mainz zu studieren, weil man hier von ganz historisch bis topmodern und aktuell alles Mögliche als Schwerpunkt fassen kann. Also, vielleicht sieht man sich auf dem Campus, ich würde mich freuen. Macht's gut, bye! Durch die Buchwissenschaft Mainz habe ich den bundesweiten Vorlesetag kennengelernt und begleite seitdem jährlich eine Grundschule in Mainz und lese ihn vor. Hi, ich bin Ann-Kathrin und ich studiere Buchwissenschaft an der JGU in Mainz. Ich habe mir damals den Studiengang rausgesucht, weil ich unbedingt was mit Büchern machen wollte und später auch mal im Verlag arbeiten will. Am liebsten im Fantasy- oder Kinder- und Jugendbuchbereich. Bisher hat mir am meisten Spaß gemacht das Softskill-Modul, einfach weil es sehr, sehr praxisbezogen ist mit dem Bleisatzkurs und Archivkunde und vor allem dem Kalligrafiekurs, der mir ganz besonders Spaß gemacht hat. Ich studiere Buchwissenschaft jetzt im Master und ich bin damals nach Mainz gekommen, weil ich das sehr passend fand mit Gutenberg und dem Buchdruck. Und generell lebt es sich einfach sehr schön in Mainz, weshalb ich nach dem Bachelor jetzt eben noch den Master dranhänge. Im Bachelor fand ich sehr cool den Bleisatzkurs, den man machen konnte, um so mal den Buchdruck mit beweglichen Lettern kennenlernen zu können. Und generell am Campus hat mir das Clubkino sehr gefallen, wo man zweimal die Woche hingehen konnte. Ich habe sechs Semester Buchwissenschaft in Mainz studiert, mit dem Fach Filmwissenschaft, bis ich meinen Bachelorabschluss gemacht habe. Und jetzt starte ich bald mein Volontariat in der Belletristik, Verlag und Lektorat. In der Buchwissenschaft waren meine Lieblingsfächer Verlagstypen und Leserforschung und auch Medienrecht. Und zum Lernen habe ich dann am liebsten in den Bereichsbibliotheken im Philosophikum gesessen. Für eine kleine Pause würde ich euch das Café ins Grün empfehlen oder einfach mit Freunden zusammen am Rheinufer zu sitzen. Hallo, mein Name ist Corinna Kamp und ich mache aktuell ein Volontariat im Löwe Verlag im Lernspielbereich. An der Uni hatte ich die Fächerkombination Buchwissenschaft und Komparatistik, einfach aus dem Grund, weil ich in der Buchwissenschaft alles rund ums Buch lernen konnte und mich in der Komparatistik auch mit den Inhalten noch auseinandersetzen konnte. Hallo, ich bin damals zur Buchwissenschaft in Mainz gekommen, weil ich nach dem Abi gerne ein Praktikum im Verlag machen wollte und bin dann beim Recherchieren immer wieder über den Studiengang Buchwissenschaft gestolpert. Und war dann komplett begeistert und habe dann 2017 dort mein Studium begonnen. Während des Studiums habe ich ein Praktikum bei Das der Lübbe gemacht, was dann tatsächlich mein Sprungbrett in die Arbeitswelt wurde. Ich habe dann dort angefangen als Vertriebsassistentin zu arbeiten und bin inzwischen als Sales Managerin und Assistentin der Verkaufsleitung bei Hoffmann & Campe tätig. Mein Name ist Andreas May und ich habe von 2002 bis 2006 Buchwissenschaft, BWL und Sprachen Nordeuropas und des Baltikums im Schwerpunkt Schwedisch in Mainz studiert und bin damals zur Buchwissenschaft gekommen, weil ich gerne was mit Medien machen wollte, wie so viele, und schon immer eine Leidenschaft für Bücher und Lesen hatte. Meine erste Tätigkeit nach dem Studium war dann im Verkaufsinnendienst von der Rollenoffset-Druckerei in Sindelfingen. Dort habe ich dann vor allem Katalogproduktionen begleitet. Also jetzt ein bisschen weiter weg vom Thema Buchwissenschaft. Dann bin ich nach Mainz gewechselt, zurück in die Heimat und war dort mehrere Jahre bei der Universitätsdruckerei H. Schmidt, der früheren Druckerei-Schwesterfirma vom Verlag Hermann Schmidt in Mainz. Und dort durfte ich auch viele Buchprojekte des Verlags Hermann Schmidt begleiten. Und 2013 bin ich dann zu einem Kunden von mir gewechselt, zur Firma Dreist Kommunikation hier am Mainzer Zollhafen mit Blick auf den Rhein. Hier darf ich auch weiterhin die Produktion begleiten. Ich bin hier Produktionsleiter und habe unterschiedlichste Buchprojekte, zum Beispiel eine Vereinschronik für den Weißen Ring in einer sehr schönen Ausführung mal begleiten dürfen. Ein Buch zur Zukunft des Lichts für die Firma Osram. Und wir begleiten auch ganz viele Industriekunden, unterschiedlichste Kunden mit Buchprojekten, Magazinprojekten. Und das mache ich den ganzen Tag. Mein Name ist Lena Hinrichsen. Ich habe Buchwissenschaft an der JGU in Mainz studiert und bin nun wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Die HAB ist eine Forschungs- und Studienstätte für europäische Kulturgeschichte, die bei WissenschaftlerInnen in aller Welt bekannt ist für ihre Bestände.
Hier bin ich nun Koordinatorin für OCRD, einem Projekt in den Digital Humanities. Und dieser erfolgreiche Berufseinstieg ist mir auch deshalb gelungen, weil ich viele Erfahrungen sammeln konnte, dadurch, dass in Mainz Forschung und Lehre sehr gut vernetzt sind. Mein Name ist Franziska Hauff. Ich bin Geschäftsleitung und verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Klett-Kinderbuchverlag in Leipzig. Und ich habe in Mainz Buchwissenschaft studiert, noch auf Magister, mit den Nebenfächern Germanistik und Portugiesisch. Einfach weil ich dachte, das sei ein guter Moment, um nochmal eine Sprache von der Pike auf zu lernen und zugleich ins Ausland zu gehen und einfach das nochmal maximal zu nutzen. Und in den Kinderbuchbereich bin ich tatsächlich eher durch Zufall hineingeraten. Ich habe mich während meines Abschlusses auf Xing angemeldet und habe dort angegeben, dass ich ein Volontariat suche. Und das hat dann ein Verleger aus Frankfurt, eines kleinen Kinderbuchverlags, entdeckt und mich angeschrieben und gesagt, er sucht eben auch jemanden. Dann haben wir uns kennengelernt und das hat direkt Klick gemacht. Wir haben uns gut verstanden und dann hat er mir praktisch das angeboten, noch während ich an meiner Magisterarbeit saß. Das war auch ein recht flexibles Modell. Also ich bin auch gar nicht voll eingestiegen, sondern erst mal 2-3 Tage die Woche, bis ich dann die Magisterarbeit abgegeben habe, mein Studium abgeschlossen habe und dann bin ich voll eingestiegen sozusagen und das Volontariat ging im Endeffekt 1,5 Jahre. Und gegen Ende hin habe ich dann gedacht, wenn ich im Kinderbuchbereich bleibe, dann wäre meine Wunschadresse Klett Kinderbuch, weil ich das Programm toll finde, weil ich die Akzente toll finde, die gesetzt werden. Und habe mich eben bei Klett Kinderbuch Initiativ beworben und hatte das große Glück, dass es gerade zum richtigen Zeitpunkt kam, weil meine Vorgängerin sich umorientiert hat und das ein fließender Übergang wurde. Hallo, mein Name ist Sarah Nicolin. Ich habe 2006 meinen Abschluss in der Buchwissenschaft in Mainz gemacht und sitze heute hier in Frankfurt beim Campus Verlag. Und ja, zur Buchwissenschaft hat mich eigentlich meine Liebe zu spannenden Inhalten gebracht, die nicht zwingendermaßen immer zwischen zwei Buchdeckel passen mussten, wenn auch zu dem damaligen Zeitpunkt noch sehr stark. Ich habe immer sehr geschätzt, dass wir uns auch damals schon mit digitalen Themen beschäftigen konnten und durften, wie zum Beispiel mit digitalen Bibliotheken zu einem Zeitpunkt, zu dem eben auch noch die Wikipedia in den Kinderschuhen steckte. Und das digitale Thema begleitet mich eben auch weiterhin. Ich bin jetzt beim Campus Verlag in der Geschäftswelt Entwicklung Digital Business tätig und freue mich einfach, dass wir für unsere Inhalte eine große Spielwiese mittlerweile haben. Ja, und ich wünsche allen eine gute Messezeit, auch wenn wir uns wahrscheinlich dieses Jahr noch mehr vom Bildschirm bewegen werden als in den Messehallen. Und als Buchwissenschaftsalumni trifft man sich in der doch nicht so großen Buchbranche ja immer wieder. Hallo, mein Name ist Corinna Norrie-Grühl. Ich bin Professorin für Book Studies, das heißt anglophone Buchwissenschaft, an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, Westfalen. Ich habe Buchwissenschaft und Anglistik studiert, was die perfekte Kombi jetzt für diese Professur ist. Und habe Buchwissenschaft damals ziemlich zufällig entdeckt in einem grünen, dicken Studienführer, den es bei der Arbeitsagentur gab. Ich habe einfach Buch und Verlag nachgeschaut und Buchwissenschaft gefunden. Da war es um mich geschehen. Ich wünsche auf jeden Fall allen eine schöne Frankfurter Buchmesse, digital, hybrid oder in Präsenz und freue mich auf ein Wiedersehen am Stand der Buchwissenschaft in 2022. Tschüss!